guten Morgen miteinander. Fang doch immer an mit Essen, Reinhold. Die Suppe wird ja ganz kalt. Warum wird die Suppe kalt? Weil mein Fräulein Tochter nicht pünktlich sein kann. Es ist, um aus der Haut zu fahren mit dem Kind im Anzug. Aber Reinhold, daran hättest du dich ja eigentlich schon gewöhnen müssen. Nie, daran gewöhne ich mich nie. Obgleich ich sie habe kommen sehen, das Unglück. Sie ist ja schon zu spät zur Welt gekommen. Aber Reinhold, dafür kann sie ja nun wirklich nicht. Ja, aber jetzt kann sie was dafür. Jeden Tag dasselbe Theater. Früh kommt sie zu spät in die Schule, mittags kommt sie zu spät nach Hause. Dabei weiß sie ganz genau, dass ich Punkt 1 zu Hause bin und Punkt 2 wieder ins Amt muss. Aber natürlich, du musst sie einen Schutz nehmen, deine Tochter. Ja, ja. Auf einmal ist sie meine Tochter. Aber wenn sie gute Zensur nach Hause bringt oder versetzt wird, dann ist sie deine Tochter. Du wirst doch nicht leugnen, dass sie den offenen Kopf von mir hat. So, so. Von wem hat sie denn die Unpünktlichkeit? Na, von mir bestimmt nicht. Von mir auch nicht. Achso, das weiß Gott, Maria. Du bist die Liebste, die Beste, die Prächtigste. Ja, ja, ja. Also Mahlzeit. Käthe Haag gehörte zu den meistbeschäftigten Schauspielerinnen. Sie konnte auf eine beinahe 70-jährige Filmkarriere zurückblicken. In dieser Zeit spielte sie in rund 230 Film- und Fernsehproduktionen mit. Käthe Haag wurde 1897 in Berlin geboren. 1914 erhielt sie erste Engagements an Theatern und bereits 1915 spielte sie regelmäßig in Stummfilmen mit. Durch ihre vielfältige Rollenwahl bewahrte sie sich die Möglichkeit, in den unterschiedlichsten Spielfilmen mitzuwirken. Der Einstieg in den Tonfilm und der Wechsel des jungen Mädchens zur gereiften Dame gelang reibungslos. Und sie agierte in einer ganzen Reihe von Kinoerfolgen, die sie zu einer beliebten Darstellung avancieren ließen. Die Künstlerin, deren kultivierte Verhaltenheit immer wieder bezauberte und eine herzliche Wärme ausstrahlte, ohne je ins Sentimentale abzugleiten, gehörte jahrelang zur Standardbesetzung des deutschen Tonfilms. Mutti, bitte, bitte. Ja? Ich halte das nicht mehr länger aus, es ist so schrecklich. Und bitte schimpf doch endlich mit mir. Ich weiß ja, dass ich es verdient habe. Mutti, bitte. Ja, weißt du, so auf Befehl schimpfen, ist nämlich gar nicht so leicht. Und außerdem... Außerdem? Ja, wenn du es doch schon weißt. Vielleicht können wir uns da das Schimpfen überhaupt schenken. Oder wenigstens aufschieben. Vielleicht regnet's morgen. Regnen? Ja, ich meine, bei so einer Sonne wird ja auch gar nichts ordentlich mit dem Schimpfen. Mutti. Und du marsch raus in die Sonne. Du bist die beste Mutti von der ganzen Welt. Während der Kriegsjahre engagierte sie sich in den Großfilmen Balparé, Bismarck, Sophienlund und dem Monumentalfilm Münchhausen. Im Jahre 1900 heiratete er ein schönes Mädchen. Da sitzt sie. Und wenn er nicht gestorben ist, lebt er heute noch. Bring mich nach Hause, Fritz. Ja, einen Augenblick, Liebling. Ich will nur den Baron fragen, ob... Bitte, nach Hause. Zuvor. Ja, entschuldigen Sie bitte den formlosen Aufbruch, aber... Selbstverständlich, lassen Sie sich nicht aufhalten. Vielen Dank für Ihre gütige Nachsicht. Das war wirklich einzigartig. Wiedersehen. Leben Sie wohl. Warum hast du das Mädchen erschreckt? Du hättest nicht die ganze Wahrheit sagen sollen. Geh fort von hier. Fang ein neues Leben an. Nimm keine Rücksicht auf mich, das würde mich kränken. Ich werde, wenn du fort bist, nicht allein sein. Nein. Ich will nicht mehr, dass mich die Zeit vergisst. Die gleiche Zeit, die sich deiner täglich wie ein kleiner Buchhalter erinnert und dir die Jahre in deinem Gesicht nachrechnet. Ich will nicht mehr jung sein, wenn du alt bist. Ich mag nicht mehr weiterleben, wenn du stirbst. Ich liebe dich, Nimm. Nach dem Krieg wuchs sie in die Rolle der Grande Dame. Sie drehte weiterhin Filme,
aber auch ebenso trat sie auf der Bühne auf. Es ist eine Leiche. Warte mal, das wissen wir doch. Ihr wisst es? Ja, natürlich. Das hat auch nichts mit Teddy zu tun. Komm, 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 jetzt sei ein guter Junge, setz dich hin, denk nicht mehr dran. Vergiss, dass du diesen Herrn nie gesehen hast. Ihr konntet doch nicht ahnen, dass du in die Truhe gucken wirst. Ja, aber wer ist das? Das ist dann Mr. Hoskins. Adam Hoskins. Und er ist Methodist. Mehr wissen wir auch nicht von ihm. Und was macht er hier? Er ist gestorben. Aber liebe Tante Martha, man legt sich doch nicht einfach in eine Truhe und stirbt. Doch, mein Junge, natürlich nicht. Zuerst ist er gestorben. Ja. Aber wie? Warte mal, sei nicht so neugierig. Der Herr ist gestorben, weil er Wein getrunken hat, der vergiftet war. Aber wie ist das Gift in den Wein gekommen? Wir tun es in Wein, weil man es da weniger merkt. Im Tee riecht man es nämlich. Ich habe leider nur wenig ernste Rollen gespielt. Ich war ja eine Lustspielschauspielerin, ne? Aber ein paar Mal habe ich doch. Und wenn ich dann das Glück hatte, spürte die Leute weinen, dann war das ein solches Hochgefühl. Dann war ich so selig, ne? Dann wurde ich getragen von den Tränen da unten. Bis zuletzt lebte sie in ihrer eigenen Wohnung am Lietzenseepark. Das Publikum hat sie geliebt. Ihre Kritiker haben sie geschätzt. Käthe Haag war mit dem Schauspieler Heinrich Schroth verheiratet. Ihre Tochter Hannelore Schroth sowie ihr Stiefsohn Karl-Heinz Schroth waren ebenfalls bekannte Schauspieler. Die Schauspielerin verstarb 1986 mit 88 Jahren in Berlin. Nun, der Kavalier ist ja geduldig. Ja, er wartet mit einer wahren Engelsgeduld. Besser er wartet als sie. Käthe Haag, 88 Jahre alt ist sie geworden. Ihre Popularität überdauerte mehr als ein halbes Jahrhundert. Gegen 11 Uhr die Schauspielerin Käthe Haag beigesetzt. Am vergangenen Montag war die große alte Dame des deutschen Theaters und Films im Alter von 88 Jahren in Berlin verstorben. Bei leichtem Nieselregen waren heute unter anderem die Schauspielerin Marianne Hoppe, Edith Hanke und Karl Radatz sowie Kultursenator Volker Hassemer auf den Waldfriedhof Heerstraße gekommen, um zusammen mit der Tochter Käthe Haags, Hannelore Schroth, der Schauspielerin das letzte Geleit zu geben. Der Tegernsee und die Wälder. Ach, von oben ist alles noch viel schöner. Darf ich etwas anbieten? Wir haben nur sicher großen Hunger. Oh, Flieger haben immer Hunger. Sie machen uns doch die Freude, ein paar Tage unser Gast zu sein. Danke Ihnen schön, die Frau, für Ihre freundliche Einladung, aber leider klappt es nicht ganz mit meiner Zeit. Nein? Ich muss nachher gleich weiter. Ich will heute noch aufs Jungfraujoch. Aufs Jungfraujoch? Was machen Sie denn da oben? Ja, das ist nämlich so. Also, andere Leute, die fahren zu ihrer Erholung an der Riviera oder nach Spanien. Und ich fliege jedes Jahr, wenn es irgendwie geht, in die Schweizer Berge. So ganz hoch oben, da wo noch keine Menschen sind. Und dann lande ich da und dann laufe ich da Ski. Und das ist meine Erholung. Oh, fein, dann möchte ich auch mal dabei sein. Sag mal, Heinz, an deine Schule denkst du überhaupt nicht mehr. Herr Uden, Sie müssen mir helfen. Der Junge hat nichts anderes im Kopf als die Fliegerei. Ja. Wie wär's denn, wenn du mal dein Modell ansehen würdest? Netter Junge. Sehen Sie, mir Frau, mit der Fliegerei ist das so eine Sache. Viele, viele fühlen sich berufen. Aber nur ganz wenige sind auserwählt. Ich habe noch etwas Gelegenheit gehabt, Heinz näher kennenzulernen. Wissen Sie, in jedem Menschen steckt eine gewisse Veranlagung. Und ich glaube, Heinz hat das Blut seines Vaters. Ohne Zweifel hat er Talent. Und dann hat er auch die unbedingt notwendige Besessenheit zur Fliegerei. Wir brauchen unsere junge Generation heute mehr wie je. Auf jeden Einzelnen kommt es an. Tja, Sie haben wohl recht.